essen, können wir. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Pyro-Freunde. Heute gibt es mal wieder einen kleinen Cut-1-Beutel. Und zwar ist das die Hollys Junior-Tüte. Mit dabei ist der Salute Power. Kannst ruhig mal Hallo sagen. Hallo. Gut. Übersteuert bestimmt. Ja, feinste Raritäten. Feinste Raritäten, ja. Gab es mal vor einiger Zeit noch beim Hollys allerlei Shop zu kaufen. Ich würde sagen, du machst das mal auf. Und wir schauen uns mal die Artikel an. So, ja. Sehr schön. Also Fantasy Eissterne, kleiner Pinselstrich-Logo. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Pyro-Kreisel mit dem WQ Kingsplay-Logo sogar noch. Eingeschweißt. Haben wir. Oh, Sachsenfeuerwerk und Übergangslogo haben wir hier, oder? Ich. Weiter geht's mit den Moog Nico Feuerring. Mit Kabel, oder? Du dann nicht spoilern. Hier jetzt die Halloween-Abteilung von Keller, und zwar Geisterstunde, dreimal dicke Brummer quasi. So, die kannst du mal. Was ganz Feines. Auf die dorthin. Dazu hin. Gut. Beistel Stark Hits. Sag ich noch dicke. Was haben wir jetzt? Noch Nico Silberwürde. Klar, nicht, ne. Nö, aber was? Noch sehr gute Kreisel auf jeden Fall. Finde ich eine richtig geile Verpackung, ne? Irgendwie. Richtig dicke Dinger sind das. Sind dann als letzten Artikel auch noch ein bisschen aktueller, denke ich, die Keller Power Bowls. Bestimmt noch mit P1 Labeling. Ja, P1 Labeling. Und ich würde sagen, wir zünden jetzt mal diese schönen Artikel hier in der Dämmerung, in der schönen Natur. Und ich wünsche viel Spaß beim Video. Bis gleich. The Moon. So, los geht's mit dem Set, was? So, bin erstmal am Anfang, Salute Power. Ja, Powerballs. Okay, mit den Powerballs an, da kannst du bestimmt gleich alle drei hintereinander wegballern. Freust du dich auf die Artikel? Nö. Warum nicht? Ey, wir müssen dann noch die Wunderkerzen aufheben, ne? Ketzen. Oh, die sind noch voll hier. Alter Schwede, das ist ein ordentliches Section. Noch ein Tütchen. Mal wieder zu schnell. Alter Schwede. Sehr hell. Mhm. Ordentlich, ne? Keller Geisterstunde. Das ist auch noch alles P1. Ja. Ja. Sollen wir sehen, ob die sich hier drehen. Für den unebenen Untergrund. Ich würde als nächstes den Artikel nehmen gucken. Ah ja. Ja, Mond Nico, Traue Lunde wurde versprochen. Wurde gehalten. Kriegst die alle hintereinander weg? Oder wie wollen wir es machen? Ja. Oder ein paar Inseln? Und Masse. Dann nehmen wir Masse, ja. Ja. Ja, geht gut. Super. Trocken gelagert. Chill da mal. Ey, nie aufs Mikro. Was ist denn? Willst du zur Norden der Länge ziehen in 10 Minuten? Das sind ja meine Besser. Ah, die kommt. Irgendwann. Willst du meinen nächsten probieren? Hm. Ach. Alles klar. Ja. Hallo? Hey. Ja, aber an der Frischigkeit kann es ja nicht liegen. So richtig. Weil manche gehen ja. Na ja, komm, dann machen wir jetzt noch einen schnellen Haufen hier mit den anderen Beeten. Einen Haufen mitzumachen. Mensch, eine Massenvernichtung. Hexenring. So, hier haben wir einen schönen Hexenring. Aus. Nennt man das so oder nicht? Ja, Hexenkring irgendwie. Hexenkring. Mit K. Freundlich. Mit K und S. Ja. Genau. Ja, machen wir das? Ja, machen wir an. Scheint zu funktionieren.
Also vor allem auch auf den Untergrund, ne? Ja, sind wir gut. Hier dreht sich eigentlich kein heutiger Kreisel mehr. Oh, geil! Fantasy Eissterne. Grüße an Pyrofuchs, oder? Ja, der hat immer gelebt. Da reicht da einer, oder? Einer? Das will doch keiner sehen, oder? Du kannst ihn nur nebenbei anmachen. Und dann zünden wir ihn an und ja, dann nehmen wir einfach den nächsten Artikel. Dann nehmen wir das ja zum Anzünden. Ja, sehr ja. Der Trick. Und dann hier einmal. Steckt ihn irgendwo hin. Ja gut, steckt den hin mit dem nächsten Artikel. Wir lassen ihn jetzt hier stecken, dann nehmen wir einfach den nächsten Artikel. Und zwar die Star Kids von Peißl. Da kommen ja 5 Stück oder so. Das ist schon aus. So lange gehen die gar nicht. Guck her. Das wäre jetzt von der Klasse scheißen. Guck her, Anzündstäbchen. Ne. Masse! Schon geil für K1, ne? Damals. Damals. Überweise. Oh, geil. Lego Kingsplay Logo. Das macht gute Sinn. Klar, Sachsenfeuerwerk ist da drauf. Ja. Drauf. Ist drauf. Wie viel willst du denn? Können sie eigentlich alle machen. Gut. Nur bloß hier. Gehen halt über Scheiße raus, ne? Ja. Das schöne Leben, ne? Ja, schön. Spitze und so. Ja. Sollen wir die hier, ja? Ja. Machen wir mal hier, oder? Ich mach erstmal eben, ne? Mhm. Zeig mal. Das ist mal noch Brenndauer. Ja, geht. Da machen wir mal hier direkt sitzen. Geht nicht zu Hause noch machen. Ja, da geht's besser. Machst du nochmal dann? Mhm, zum mal Schluss. Eigentlich geht es nicht ab, wenn man das weiß. Ich glaube, die mögen das nicht so. Ja gut, machen wir nochmal einen Risch. Wie es geht. Doch falsch rumdrehen. Wie? Ja. Ja, eigentlich ist es ja so richtig rum, aber so wollen sie ja nicht. Andersrum ging besser, ja, das stimmt schon. So, letzter Artikel. Moog Nico Silberwirbel. Mit der schönsten Verpackung aus dem Set, finde ich. Die geht Alter, die sehen dann wirklich noch richtig geil aus. Das Design, das ist Nostalgie. Ja, die alte Schachtel immer. Verlöse ich bald. Ist ja richtig, ja? Ja, das ist vielleicht doch ein falscher Untergrund für sowas. Warte mal, Untergrundwechsel. Ja, vielleicht. Neuer Untergrund. Vielleicht sind sie doch ein bisschen zu tief. Ja, eigentlich gehen die gut, aber... Wir müssen nicht nervös sein in dem Video, ne? Jetzt guck mal. Ja, so ruhig nicht. Könnten wenigstens mit der Verpackung punkten. Aber an sich. Schöne alte Artikel. Ja. Besser als manches heutiges Hip-Hop-Sortiment oder sonstiges. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Genießt den Tag und die Sommerpause. Macht's gut, euer Effects. Euer Works. Junior-Tüte.